Da vorne. Ist für eine gute Sache. Ja, ist schon klar, Franzi, ist mir schon klar. So, okay. Jetzt gehen wir mal kurz. Jetzt müssen wir noch kurz nochmal umschalten. So. Aber den Raid gleich dann. Ja, also jemand, der natürlich dann auch Feedback gibt vom Raid her, ne? Ist klar. Oh, das ist auch cool. So. Hallo. Verdammt. Ich habe zu viel Gepäck mit heute, glaube ich. Und kurze Frage. Ich bin gerade im Stream, aber man sieht dich jetzt nicht, man hört dich nur. Ne? Und zwar brauche ich einen Gimbal, nennt sich das. Das Mikro. Ich habe meinen verloren und irgendwas zum drüberstulpen? Ja, man könnte... Komplett zum drüberstulpen, reicht ja. Theoretisch sowas nicht mehr. Schau mal, ob das drüber, sollte drüber. So, Chat, ich werde das jetzt kurz muten. Ja, aber der wird das auch angehauen, glaube ich. Ja, der hat viele Sachen, der macht mir alles so klein. Oder da vorne gibt es das Handybörse, also da gibt es auch noch einen Handyshop. Da kostet der ist gleich da vorne. Was ich jetzt für eine Idee habe, ich nehme den, ich kaufe den jetzt und ich schneide es dann einfach da ab. Fertig. Und ich stecke ihn drauf. Fertige Arbeit. Ja, aber du verstehst was falsch. Er hält das nicht. Also, du meinst, du machst ihm das so auf. Ja, genau. Auf die Brate. Genau. So hast du gemeint. Genau, ja. Genau. Entschuldige, jetzt habe ich eingeschalten oder ausgeschalten. Jetzt machen wir den Ton wieder an. Warte, du kriegst noch ein Geld, entschuldige. Das war's schon. Okay. Danke dir. So, pass mal. Machen. Sucht da gerade, sucht noch. Warum suchst du jetzt so lang? Vielleicht hat er Harin. Der geht auf 150 Meter, das Mikro. Ach so. Das Mikro geht auf 150 Meter, das schicke getan, ja. Schicke Gitarren, ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Warte mal kurz. Ich muss ihn nicht ablegen. Kannst du dann durch den Laden mal kurz gehen, ja? Irgendwie muss ich den jetzt nochmal ein Reset machen.
jetzt haben wir wieder Ton. Jetzt leuchtet das Blau, jetzt haben wir Ton, jetzt hört man dich. Jetzt kannst du deinen Laden was sagen. Musikhaus Hergert, 103 Jahre alt. 103 Jahre, ist ein Generationsbetrieb auf Deutsch gesagt. Von Tasteninstrumenten über Gitarren, über Effi, also über Home Recording bis hin zu Blasinstrumenten, alles vorhanden, auch Dienstleistungen. Darf ich dich filmen? Bitte. So, das ist der Chef des Hauses. Ah, meine Verehrung. Na, also da gibt es wirklich gut coole Sachen. Hast du eine Visitenkarte? Selbstverständlich. Weil es gibt so einen Trick, den haltest du die Visitenkarte mit deiner Homepage rein und dann können die Leute das zum Beispiel lesen. Da. So, genau, das ist das Geschäft. Da haben wir jetzt gerade den Gimmel gekauft. Genau das, was ihr wollt. Perfekt. Und der Chef ist auch ganz ein sympathisches Kerlchen. So wie halt Kärntner drauf sind. Ne? So, dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. So schnell geht das. Jetzt werde ich mal die Kamera wechseln, weißt du, weil ich muss mich selber filmen, weil direkt in... Alles gut. So, ja, machst du noch die Tür auf, das wäre nett. Warte, mach da auf. Ja, nein, ich bin ja da. So, das haben wir ja super erledigt und jetzt habe ich meinen Gimmel. Alles klar, gute Geschäfte. Danke. Servus. Ciao. So, das ist ja schnell gegangen und jetzt haben wir auch einen Gimmel. Ja, wer bist denn du? Da ist gerade ein Handtaschenhund bei mir vorbei. So. Ja, Ton funktioniert. Ton haben wir, ja. Ist der Ton jetzt besser? Jetzt habe ich so einen fetten Gimbal drauf. Seht ihr das? Wo haben wir es denn? Da, seht ihr das? Bam.